Moin, Freunde. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Kingdom Hearts. In der letzten Folge wurden wir von unseren Freunden getrennt, sind irgendwie von unserer Welt weggekommen. Die ist auf einmal wahrscheinlich auch verschwunden. Und wir sind in der Stadt Traverse aufgetaucht, wo auch Donald und Goofy unterwegs ist. Wir wurden von Pluto geweckt und wir haben die ganze Zeit von diesen Minions hier angegriffen. Ich werde jetzt erstmal mich hier auf so kümmern. Weil die haben ja meine Heimatwelt angegriffen. Und da ich diesen Schlüssel habe, diesen großen, also so das Schlüsselschwert, wie es genannt wurde, kann ich die bekämpfen, was zuvor komischerweise nicht ging. Hier ist alles Feuer. Noch verschlossen. Scheint verschlossen. Wow, wir haben einen großen Schlüssel. Warum steckst du nicht einfach mal rein? Noch verschlossen. Eine Flamme. Okay, müssen wir doch nicht hier hin. Eins, zwei, drei. Überall. Das ist ein komisches Symbol. Ein Stromkabel. Bin verwirrt. Nochmal da oben in dieses komische Kniffel, Lackkniffel. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte mir, okay, da unten. Jetzt habe ich euch schon heiß gemacht in der letzten Folge, dass da irgendwas Besonderes ist. Aber nein. Ziemlich wackelig, da will ich nicht hochklettern. Hä, ich bin verwirrt. Habe ich irgendwas übersehen? Die ganzen kommen die hier. Das sind die Minions auch dort. Komisch.
Level machen, oder? Hier drin waren wir schon. Sicher irgendwas, waren wir nicht irgendwas drin? Rutschattacke gelernt. Komisch, ich bin echt ein bisschen. Ah! Oh. Kennt ihr die zwei? Okay, ich bin extremst verwirrt. Hast du doch noch irgendwas mit der Klöppli auf sich? Ich muss ja noch nicht dahin. Ich werde jetzt nicht die ganze Folge hier und blöd rumrennen. Ziemlich wackelig, da kann er jetzt sich drauf klettern. Na komm schon. Entweder setze ich da jetzt einen Cut rein. Und ich lasse es schon abschlaufen. Das werdet ihr dann gleich sehen. Haha, High Potion, da komme ich nicht hin. Ist auch noch verschlossen. Na gut, also jetzt wäre ich auf jeden Fall wahrscheinlich. Was dann? Kann.
das bist du sicher? Komplett verpeilt. Noch verschlossen. Sind aber alle weg. Kannst du mir helfen? They'll come at you out of nowhere. Who are you? And they'll keep on coming at you, as long as you continue to wield the Keyblade. But why? Why would it choose a kid like you? Hey, what's that supposed to mean? Never mind. Now, let's see that Keyblade. What? There's no way you're getting this. All right. Then have it your way. Kennt ihr ihn? Ah, jetzt muss ich mal ausweichen. Den können wir mal. Oder so. Ich glaube, wir hätten nicht gewinnen können, so wirklich. Da habe ich auch ganz schlecht angestellt. Hey, you found it. Nice going, Leon. Leon. Still, it looks like things are worse than we thought. A lot worse. Nein, wo ist Riku? Oh. Gorsh, there's nobody here. Sure is spooky. Actually, I'm not scared. Excuse me. Did the king send you? Come on, lazy bum. Wake up! You okay? I guess. Those creatures that attacked you are after the Keyblade. But it's your heart they really want. Because you wield the Keyblade. I'm so glad that you're okay, Kairi. Kairi? Who are you talking about? I'm the great Ninja Yuffie. I think you might have overdone it, Squall. That's Leon. The Keyblade. Yeah, we had to get it away from you to shake off those creatures. It turns out, that's how they were tracking you. It was the only way to conceal your heart from them. But it won't work for long. Still, hard to believe that you, of all people, are the chosen one.
Well, I suppose beggars can't be choosers. Why don't you start making sense? What's going on here? Okay. You know there are many other worlds out there, besides your castle and this town, right? But they're supposed to be a secret. They've been secret, because they've never been connected. Until now. When the Heartless came, everything changed. The Heartless? The ones who attacked you, you remember? Those without hearts. The darkness in people's hearts. That's what attracts them. And there is darkness within every heart. In jeden. Hey, have you heard of someone named Ansem? Ansem? He was studying the Heartless. He recorded all of his findings in a very detailed report. Gorsh! Can we see it? Its pages are scattered everywhere. Scattered? Too many worlds. Oh, then maybe the king went to find them. Yes, those were my thoughts exactly. We've got to find him quick. Red! First, we need that key. That's right. The Keyblade. So, this is the key. Exactly. The Heartless have great fear of the Keyblade. That's why they'll keep coming after you. No matter what. Well, I didn't ask for this. The Keyblade chooses its master, and it chose you. So, tough luck. How did all this happen? I remember being in my room. Wait a minute! What happened to my home? My island! Riku! Kairi! You know what? I really don't know. Das finde ich aber nicht schön. Okay, mal wieder ein Speicherpunkt, da werde ich gleich mal speichern. Aber jetzt erstmal. Ich habe einen Schlüssel in großen. Ich habe gehört, der Schlüsselschwert kann alle Schlösser öffnen. Probier es mal aus, wenn du wieder einen Schatz suchst oder eine Tür findest. Tu es, als sei dies ein Abenteuer. Was erzählt er? Früher oder später werden dich die Herzlosen finden. Du solltest dich darauf vorbereiten. Mich vorbereiten? Um dein Leben zu kämpfen. Bist du bereit? Noch nicht. Wir sollten schnell verschwinden. Es ist gefährlich hier. Ja, aber... Es ist gefährlich da draußen. Geh nicht da raus. Ich will jetzt erstmal hier... Plup, plup, Alexia halten. Da komme ich nicht durch. Früher um 18 Uhr von der Zeit verweht. Okay. Also ich muss schon von Sora vorlesen sollen. Ganz böse. Ja. Das Ganze habe ich doch nicht gemacht. Bist du bereit? Ich bin bereit. Juvi, wir sollten zu Arrow vorübergehen. Sie soll inzwischen mit den anderen Besuchern da sein. Leon! Yuffie, go! Yuffie! Sora, let's go! Hier, warum da lang? Es ist spannend, dann kommt einfach immer sowas. Kümmere dich nicht um die kleinen Fische. Finde den Anführer. Gehen wir. Ich mag's aber, mit die kleinen Fische zu kämpfen. Autsch. Ja, ihr könnt gerne mal immer mit drunter schreiben. Aus welchem Franchise oder wo ihr denkt, wo bestimmte Leute, die was wir hier so treffen, herkommen. Wie zum Beispiel Leon, woher ihr den kennt oder so. Könnt ihr ja ganz gerne mal unten in die Kommentarsektion mitschreiben. Also ich kann euch sagen, Leon ist
von Final Fantasy 8 der Protagonist. Yuffie weiß ich jetzt nicht. Das glaube ich auch Final Fantasy. Nee. Yuffie war Final Fantasy 7. Nein! Nein! Okay. They'll come at you out of nowhere. Who are you? Ich überspring's mal fix. Ich glaube, ich muss mich besiegen lassen. Ich glaube, es hat keinen Sinn. Ich lasse aber mal alles ein bisschen überspringen gerade. Kann ich das nicht überspringen? Nein, Junge. Oder ich werde das rauscutten, weil das ist jetzt nicht das, was wir brauchen. Gorsch! Come on, lazy bu- Ich hätte am Speicherstand starten sollen. Ich wüsste es nicht. Sorry. So, was habe ich, eine High Potion hier drin? Das haben wir alles schon gelesen. Yuffie, go! Ich will mich aber um die kleinen Fische kümmern. Vielleicht ein bisschen mehr aus, weil das nicht steil oder herzlos sind. Und da muss echt aufpassen, dass man zu wenig Leben hat, weil die dann noch angreifen, während man sich heilen möchte. Hab ja gerade gesehen und dann hat man so Pech wie ich gerade. Ich sehe gerade nichts. Ich gehe mal lieber. Ich soll mich ja nicht um die kleinen Fische kümmern. Jetzt kam das. Oh. Gorsch, are these the heartless guys? Let's go get them to see. Okay.
Ah, jetzt kommt das, was ich euch versprochen habe. Wir haben eine Kampfgemeinschaft. Mit Donald und Goofy. Donald ist Magier, Goofy ist Ritter. Und der erste Bosskampf. Gegen den großen Herzlosen. Ah gut, wir werden geheilt. So, wir können noch eine Magie anwenden. Jetzt springen müssen. Wir müssen die einzelnen Körperteile besiegen. Block. Angriffskraft und dann wieder Lebenspunkte plus bringt es für das. Also ging das immer mal kurz angezeigt, was wir für einen Bonus haben. Und ein Herz geht von dannen. Und der Herzlose löst sich auf. Na, Chia Reif erhalten. So, you were looking for me? They too have been seeking the wielder of the Keyblade. Hey, why don't you come with us? We can go to other worlds on our vessel. I wonder if I could find Riku and Kairi. Of course! Are you sure? Who knows? But we need them to come with us to help us find the thing. Ach, Donald. Sora, go with them. Especially if you want to find your friends. Yeah, I guess. But you can't come along looking like that. Understand? Ooh. No frowning, no sad face, okay? Yeah, you gotta look funny. Like us. Yep. Whoa. This boat runs on happy faces. Happy? That's one to the happy face. That's one funny face. Okay, why not? I'll go with you guys. Name's Goofy. I'm Sora. All for one, one for all. Oh, wie schön. That little squirt took down that heartless. Who'd have thought it? Such is the power of the Keyblade. The child's strength is not his own. Why don't we turn him into a heartless? Ha ha ha! That'll settle things quick enough. And the brat friends of a king's lackeys. Swat on the eyes, they're all bilge rats by the look of them. You're no prize yourself. Shut up! Enough!
The Keyblade has chosen him. Will it be he who conquers the darkness? Or will the darkness swallow him? Either way, he could be quite useful. Die Liga der unglaublichen Bösewichte wahrscheinlich. Bereite dich gut auf die bevorstehende Reise vor. Wir wissen nicht, wie weit sich die Herzlosen ausgebreitet haben. Zieht dir mal die Läden an, da kann man nette Sachen kaufen. Das ist von uns ein. Verwende es, wie es dir beliebt. Viel Glück. Ich hoffe, du findest deine Freunde. Pass gut aufeinander auf. Lass den Mut nicht sinken. Der Gummischatz steht draußen vor dem Tor. Eik? Von einem Speicherpunkt aus kann man auch in den Gummischatz einsteigen. Einfach das Speichermenü abrufen und Gummischatz wählen, aber man kann den Gummischatz nicht von allen Speicherpunkten besteigen. Der was? Das ist unser Schiff. Warte, bis du es siehst. Warte kurz. So, das ist für dich. Die Kraft der Hitze erhalten, die Magie Feuer erlernt. Das Kommando Magie führt Magie aus. Übereinstellungen im Menü können zur schnellen Ausführung von Magie-Kombinationstesten festgelegt werden. Magie verbraucht MP, Äther oder auch Angriffe auf den Gegner können die MP heilen. Jetzt kannst du die Magie verwenden. Goofy, gib ihm das andere Zeug. Was? Du weißt schon. Oh, ja. Sora hat Purzelbaum erlernt. Durch Ausrüstung mit Abilities erhalten Sora und seine Freunde neue Fähigkeiten. Einige von ihnen müssen mit Viereck ausgeführt werden, andere sind bei ihrer Ausrüstung schon aktiviert. Unter Ability im Menü können die Charaktere mit Abilities ausgerüstet werden. Zum Ausrüsten braucht man AP. Mit diesen Abilities kannst du alles Mögliche machen, Schätze. Wir sollten uns unterwegs mehr von diesen aneignen. Okay. Was das? Lasst uns gehen! Ja, wenn wir fertig sind. Ich sehe große Abenteuer auf sie zukommen. Als Chronist werde ich alles in mein Tagebuch niederschreiben. Habe ich jetzt Jiminy so eine komische Stimme gegeben? Ja, jetzt sind wir zusammen im Team mit Donald und Goofy. Wir haben ein paar Ausrüstungen. Kenne ich die Prote? Steigert. Maximum LP und Angriff steigern geringfügig. Sieht man da. Wäre für mich nicht schlecht. Und die Protas-Kette auch. Und der Abwehrkraft. Für Donald haben wir nichts, weil da müssen wir auf Magie gehen. Da auch nochmal eine Protas-Kette. Das war mehr. Wir haben nur das Ritterschild. Und für Donald haben wir auch nur den Zauberstab. Ability Rutschattacke, rutsche auf einen weit entfernten Gegner zu und greife an. Und Purzelbaum. Ja, genau. Goofy hat die Goofy-Rakete, die können wir auch gleich ausrüsten. Donald hat noch nichts. Tagebuch. Da können wir jetzt nochmal. Geschichte. Ja, das, wenn ich es vorlesen soll, könnt ihr es mal gerne sagen. Charaktere 1. Hätten wir jetzt nochmal alle wichtigen Charaktere. Was ich eigentlich von euch wissen wollte. Hier haben wir auch nochmal die. Auch wie viel wir davon besiegt haben. Die ganzen Herzlosen, was es gibt. Wenn ihr die Bösewichte erkannt habt, dann schreibt es doch auch ganz gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich jetzt verabschieden für diese Folge. Ich sag mal, dieses komische Zeichen. Fällt es nicht irgendwie auf? Das ist ein Trio-Symbol. Man findet es vielerorts in verschiedenen Farben. Anfangs reagieren nur die blauen. Auf diesen Symbolen können Sora, Donald und Goofy ihre Kräfte vereinen und eine Trio-Tech ausführen. Also, ich sag dir, was blau können wir es verwenden. Aber wie gesagt, wenn ihr wollt,
Ja, genau. Schreibt die Namen mal von den Gegnern, was ihr erkannt habt, in die Kommentare. Und ansonsten, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Kingdom Hearts. Bis dahin, auf Wiedersehen.